ruhig ein paar mehr, weil, ne, Engpass und so. Und gerade hier sollten eigentlich die besseren Masten stehen. So. Apropos Mast. Wir wollten die noch da zu dem Eisen hinbringen. Ja, das machen wir gleich. Und hier unten muss es auch noch weiter. Und überall. So viel zu tun. Machen wir hier erstmal. So. Ich hoffe mal, hier schleicht sich kein Fehler ein. Das können Sie nach oben durchtragen. So. Und die Module sind fertig. Sehr schön. Ich hätte gern bessere Speed-Module. Oh, und erlaubt Armor Crafting 3. Ja, okay. Bau. Also, durch die Modulforschung wurde uns nur erlaubt, die Module zu erforschen. Wir kriegen nicht gleich Zugang zu den Modulen. Das ist auch sehr nett. So, Mauern. Stopp. Turm. So. Licht. Dann war das 2 frei. 1, 2, dann Mauer. So. Gut. Oh, Baum ist weg. So, haben wir fast Anschluss an die andere. Sauber. Dann teilen wir noch mehr Licht. Und gleich mehr Türme. Dann sind wir unten auch schon mal ansatzweise sicher. Weil das Schlimmste, was wir bisher gesehen haben, sind die ganz kleinen Beißer. Eventuell sind inzwischen schon die ersten mittleren gespawnt. Aber selbst mit den mittleren müssten die Lasertürme hier, selbst wenn sie nur so sporadisch sind, also jeweils einer, müssten damit klarkommen. Weil die mittleren kommen nicht schnell genug durch die Mauer durch. Geschweige denn durch die Doppelmauer. So. Also, unten ist sicher. Abgesehen von der klitzekleinen Lücke da, aber die machen wir bald zu. Also unten ist sicher. Dann der eine Zwischengang da ist sicher. Das heißt, das da fehlt noch und oben fehlt noch. Was brauche ich denn jetzt? Ich brauche Eisenplatten. Ganz viele Eisenplatten. Oh, Eisenplatten, was für ein Zufall. So. Batterien habe ich noch, Stahl habe ich noch. Was wollte ich noch bauen? Stahlzahnräder, nein. Fabriken, nein. Ich wollte Mauern bauen. Nehme ich davon mal ein paar. Ich wollte Mauern bauen und Lasertürme. Was fehlt für Lasertürme? Steinzahnräder. Haben wir hier ein paar? Sehr gut. Was fehlt jetzt? Grüne Chips. Grüne Chips stauen sich auch schon seit zig Folgen. Bam. Das ist schön zu sehen, so viele grüne Chips zu haben. Rote Chips müssten sich übrigens auch schon stauen. Oder? Nee. Wo ist das Problem? Kein Kupferdraht. Warum kein Kupferdraht? Ja, das wird alles aber verbraucht. Für grüne Chips. Okay, wir bräuchten wieder schnellere Fließbänder. Ganz viele davon. Haben wir irgendwo einen Stauplatz für Zahnräder? Also Eisenzahnräder? Nee. Okay. Oh. Nicht gut. Lassen wir das. Weil ich stelle gerade die Eisenzahnräder aus dem ganzen schönen Eisen her, das ich stibitzt habe für die Batterieproduktion eigentlich. Aber na gut. So ein Kupfer ist doof. Na gut, das müssen wir erstmal so lassen, wie es ist. Also ich laufe jetzt hoch, ziehe mit den... Wo sind die Stromdinger? Da. Dahin gehört ihr.
Du wirst dein. Ja, ich ziehe oben die Stromversorgung weiter nach links, baue die Mauer ein bisschen weiter und setze die Türme dahin, damit das hier einigermaßen sicher ist. Genau, hier drüben haben wir noch die Gun Turrets. Die sollten wir auch mal setzen. Und euch auch. So. Aber hätte ich nicht gedacht, wir kommen doch recht schnell voran mit den normalen Lasertürmen. Ich hoffe mal, die wurden jetzt nicht zu sehr genervt und machen jetzt fast gar keinen Schaden mehr. Aber das wäre ziemlich unfair. Also gerade was jetzt die neuen Beißer und so weiter angeht. Mauer. So. Okay. Oh. Sollte vielleicht unten erstmal zumachen, bevor ich oben doppelt baue, ha? Wäre, glaube ich, dezent vorteilhaft. So. Okay. Also. Unten ist dicht, in der Lücke ist dicht, in der Lücke ist dicht, fehlt nur noch oben. Und hier hatten wir auch unsere eigentliche Steinproduktion. Eventuell, also unsere eigentliche Mauerproduktion. Vielleicht sind da ja auch ein paar inzwischen wieder abgefallen. Ah, es ist mau. Ich sollte hier einfach 100 Wassertanks hinbauen, damit das Ding durchgehend Steine produziert. So, Speedmodule haben wir. Wir könnten jetzt Rüstung Stufe 3 bauen. Das wäre eine erste modulare Rüstung. Brauche allerdings blaue Chips, die wir nicht haben. Also moduläre Rüstung heißt, wir können diese Upgrades reinbauen, wie Solarzellen, schneller laufen und so weiter. Was ja sehr, sehr praktisch ist. Aber nee, später. Und MK2 Speedmodule. Nö. Engines. Bau Engines. Wir brauchen rote Engines für Zeug. Zeug ist wichtig. So. Genau, hier muss die Verteidigung weitergebaut werden. Dahin. Oh. Ich hatte jetzt irgendwie mit einer langen Strecke durch die Wüste gerechnet und nicht mit fertig. Okay. Habe ich kein Problem mit. Je weniger Front wir zu verteidigen haben, desto besser. Lasertürme. Da muss was weg. Das war zu weit vorne. So, du weg. Du dahin, du dahin. Du dahin. Licht. Klick, klick. So. Oben ist auch erstmal sicher. Also ja, so eine Lücke da, sogar eine recht große. Aber das ist nicht so schlimm. Weil genug Türme da sind, die schießen können. Haben noch Mauern übrig? Nein. Hat auch da 6 Stück. Ja, 6. Egal, was soll's, bauen wir hin. So. Bäume. Wollen wir hier oben Bäume bauen oder nicht? Die Basis könnte uns demnächst angreifen. Ich laufe mal ein bisschen in die Nähe. Einfach nur, um zu gucken, ob da vielleicht schon mittlere Beißer sind. Also es ist doof, dass das oben rechts ist. Da ist genau die Minimap im Weg. Ich wüsste nicht, wie ich die da wegbekomme. Klappen wir mal hoch, dann ist das östlich von mir. Ah, was haben wir da? Wir haben Würmer. Wir haben Spawner. Medium Beißer. Okay. Das heißt, wenn wir den Smog jetzt weiter so ausbreiten lassen würden, wie er jetzt ist, wird die Basis da irgendwann geaggrot und die schicken uns durchgehend Leute. Und sie mutieren schneller. Das ist genau das, was wir wollen, oder? Wir wollen, dass sie schnell mutieren, damit wir möglichst schnell an die Edelsteine rankommen. Das wollten wir erst machen, wenn unsere Verteidigung steht. Und unsere Verteidigung steht eigentlich schon. Also ja, es kommen wahrscheinlich noch jeweils mehr Türme ran. Aber mit Medium Beitern müssten die klarkommen. Okay. Dann fange ich mal mit dem Türme setzen. Hier 3. Da 3. Da 3. Ich werde also oben keine Bäume bauen. Weil ich ja gerade will, dass die Basis da gefüttert wird. Das heißt, unsere ganzen Bäume kommen alle unten zu dem Forst. Da irgendwo hin. Damit die Jungs von dem anderen Ufer nicht zu uns rüberkommen. Und das klang gerade anders als gemeint war. Hier.
Alte Bäume weg, neue Bäume hin. So. Zicke, 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 zicke. Alles. Autosave. Alles voll damit. Ah, ich freue mich so drauf, wenn die Roboter das später alles abbauen. Also nicht, weil es für mich einfacher ist. Das natürlich auch, aber primär, weil ich mich auf die Aktion freue. Wenn 200, 300 Roboter auf einmal losfliegen und einen ganzen Wald hochheben und wegnehmen. Das sieht bestimmt irre geil aus. Und nochmal 300 Samen. Yay. So. Alles dicht, ihr weg. Damit könnte man so viel Unfug anfangen. Man könnte echt theoretisch die ganze Basis mit so einem riesigen Wald umgeben. Und wäre dann 100% sicher. Einziger Haken ist, hat man halt irgendwann Ressourcenprobleme. Aber das könnte man ja theoretisch mit unterirdischen Fließbändern dann lösen, die unterm Wald lang laufen. Aber das ist echt unfair. So, und das ist okay. Da fehlt noch einer, da fehlt einer. Du weg. Ja, Landfill wollte ich auch noch ein bisschen benutzen. Also die kleinen Seen, die wir hier so rumdümpeln haben, wegmachen. Der da zum Beispiel stört doch ein bisschen. Naja, obwohl es könnte ganz nett aussehen, wenn so mitten im Wald ein kleiner Teich ist. So, das wird erstmal gebaut. Blaue Tränke stapeln sich, das ist sehr schön. Und wir können Engines bauen, das ist auch sehr schön. Und Autos. Vor allem gepanzerte Autos. Man konnte mit den normalen Autos schon in feindliche Basen reinfahren, um sie zu beschädigen. Was ist, wenn ich das mit einem gepanzerten Auto mache? Aber nee. Was machen wir jetzt? Laser Turret Shooting Speed Research. Und ich hätte gerne... Unter was fallen die jetzt? Ich hätte gerne Modul. Ah, da Modul. 5 Kupferplatten. Das sollte nicht das Problem. Ah, es ist gerade ein Problem, ne? Kupferplatten? Glaube, da war was. Hier, gib mir Kupferplatten. Danke. Bau bitte Speedmodule. So, 8 Stück erstmal. Und dann müssen wir gleich mal. Ich glaube, ich knabber das Feld da oben zuerst an, weil es halt außerhalb der Basis ist. Also ich brauche ganz viele Fließbänder. Genau. So, dann brauche ich ganz viel Strom. Könnte ich eigentlich die ganzen alten Masten für nehmen, oder? Dann sparen wir uns das Eisen. Ja, komm, das mache ich mal. Du gib mir Altlasten. Sehr gut. Und mehr Mining Drills eigentlich. Ah, genau. Und bevor ich es vergesse, kommen hier die Module rein. Zack, zack. Schneller bauen. Verbraucht dadurch jetzt mehr Strom, aber Strom scheint ja ganz gut zu klappen. Was sollte noch schneller arbeiten? Theoretisch... Nee, Kupferdraht nicht. Die Dinger hier könnten ruhig schneller arbeiten. Haben aber auch kein Kupfer. Nee. Du hast keine roten Chips. Hier... kriegst du auch mal ein Speedmodul, aber nur... Na doch, komm. Kannst du hier ruhig stauen. Sobald du dich staust, brauchst du auch keinen Strom mehr. Schmelzanlagen, nein. Irgendwas war noch wichtig, was schneller laufen sollte. Außer die roten Tränke. Ah, oben die eine Leichtöl-zu-Petroleum-Gas-Geschichte. Genau, da will ich noch hin.